Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, einmal da und einmal da oben. Dann verwirre ich mich nicht selbst. Kann ich verstehen, das Spiel bockt. Es macht Spaß. Okay, da sind wieder ein paar Bretter, die kann ich miteinander verschweißen. Kann ich wieder eine lustige Bastelstunde haben. So, das. Wir machen jetzt ein ganz langes Brett. Wahrscheinlich brauche ich noch mal ein bisschen länger. Nee, passt. Tschüss! Ich werde ja mal die Ameisen da unten vernichten. Du da oben. Mit dir werde ich später meinen Spaß haben. Boah, ich kann so viel Mist mit der Ultrahand anstellen. Irgendwie werde ich mich damit selber töten. Ich sehe es kommen. Ach du, mein alter Freund, stehst hier einfach so rum. Ja, die helfen mir. Die machen mir mein Leben leichter und erklären mir, was ich falsch mache. Ach, ihr habt sie sogar als Freunde angesehen. Dann haben die ja wirklich ein richtiges Bewusstsein. Oh ja, Baumstamm am Baumstamm. Oh ja. Nein, wir machen hier keinen perversen Kackmist. Darf ich die Axt haben? Ja. Ich könnte einen Floß draus machen. Ja, das kenne ich noch. Die in die richtige Richtung fallen zu lassen. Im Normalfall fallen sie auf mich selber. Du hast hier eine Axt abgelegt? Wo? Wo liegt eine Axt? Wo liegt sie? Sie da drin? Nee, da war nur ein Fall. Wo liegt hier eine Axt? Ach, da. Blind. Tschüss, guck dir die Welt da unten an. Ich will mal versuchen, Floß zu bauen. So ein 3x3 Floß. Dann habe ich einen persönlichen Erfolg. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Oh, ein Cockwheel. Guck mal, habe ich direkt was, womit ich auf dem Floß auch vorankomme. So, einen Baum brauche ich noch. Dann habe ich mir mein Floß gebastelt. Damit verschwinde ich dann von dieser Insel.
Ja, der guckt unten putzig. Der macht seinen Job. Oh, da steckt noch eine Axt. So, erster Erfolg des Tages. Ich baue mir ein Floß. Sieht dieses Floß nicht schön aus? Vor allen Dingen grafisch, da haben gerade kurz links Beine gefehlt. Hilfe, mein Bein steckt im Floß fest. Und jetzt kann ich das einfach als ganzes Konstrukt mitnehmen. Damit komme ich auch super darüber. Ach stimmt, Amiibos kann man ja auch nutzen, ne? Ich will mal ein Amiibo ausprobieren. Ich habe ja hier ein paar. Was kriege ich denn? Äpfel und eine Kiste. So viel Gemüse. Was ist da drin? Ich habe gerade einfach direkt mal den Link Amiibo genutzt. Schattenspiegelstoff. Was kommt bei Toon Link raus? Ein Fisch, der von der Kiste erschlagen wird. Das kommt dabei raus. Roter Leuenkönigstoff. Das Spiel weiß, welchen Amiibo ich nutze. Jetzt müssen wir auch mal einen Amiibo nutzen, der nicht zum Spiel gehört. Ich nutze mal alle Amiibos, die ich gerade hier habe. Dann habe ich ein bisschen was zum Futtern. Da kommt auf jeden Fall richtig viel krasser Scheiß bei raus. Schleichling. Glutling. Nochmal ein Apfel, Schleichglöckchen. Oh. Der Heilrüpitz. Schwertgras. Wir entdecken das Zeug, bevor wir es eigentlich finden sollten. Jetzt kann ich anständig kochen. Ich nehme lieber eine Axt mit. Habe ich den Wedel jetzt in meinem Inventar? Nein. Ich wollte nicht die Route, ich wollte den Wedel. Dann will ich meinen Fluss ausprobieren, ob es funktioniert. Ich habe ja da einen Fluss. So, der Praxistest. Also drauf stehen kann ich schon mal. Ich rutsche noch ein bisschen weg. Hatte ich nicht gerade eben noch ein Krog-Ding? Wo ist das? Ich hab das doch eingesammelt, oder nicht? Ach so, das ist hier was zu essen und nicht was zum Nutzen. Ach so. Ach, bin ich doof. Los, Floß! Nach vorne! Irgendwie funktioniert mein Floß nicht. Was stelle ich damit an? Da
Dort mache ich mir Wege. Momentan. Also Platz 1 durchgehend Monster Hunter. Monster Hunter ist bei mir immer auf Platz 1. Müsste ich gerade stark überlegen, welche Spiele sonst noch. Das neue Fire Emblem finde ich ganz gut. Genauso das neue Shadowblade. Dem neuesten Pokémon habe ich auch meinen Spaß. Dass man merkt, ich bin ein starker Nintendo-Fan. Prison Life mag ich zurzeit auch sehr gern. Also das habe ich ja mit meinem Kollegen mal gestreamt ein paar Mal schon. Und da habe ich richtig viel Spaß dran. Wer hat hier das kaputt gemacht? Ey komm, ich will jemanden wenigstens mit dem Floß erschlagen. Ich brauche einen Gegner. Es fällt nicht auf, wenn er am Floß auf einmal vom Himmel kommt. Was möchtest du mir denn erzählen? Ach, du willst mir Pfeil und Bogen schenken. Das ist ja nett von dir. Also Shooter bin ich nicht so der massive Fan von. Also so Zombie-Games, ja, da bin ich immer für zu haben. Bei VR kann ich Shooter auch noch ein bisschen, aber ansonsten bin ich nicht wirklich ein Shooter-Fan. Waldmanns Heil. Ich weiß, wie die Jagd funktioniert. So, bin ich gut im Zielen? Ja! Ich habe so viel Essen. Damit müsste ich jetzt eigentlich rumprobieren. Für mich wäre es trotzdem nichts. Wir nehmen mal ein paar Wildbeeren. Kombinieren das mit einer Eichel. Noch ein bisschen Hyriolegras dazu. Damit es schön knackig ist. Noch ein Glutling. Da ist kein Topf dran. Ups. Aber bin ich nicht in der Lage, einen Topf zu sehen? Wie blind bin ich eigentlich? Du kommst mit. Ist mir egal, ob du hier durchpasst, du kommst mit. Ich habe dich zusammengebastelt, jetzt bleibst du bei mir. Ich will irgendwen zumindest erschlagen damit. Im besten Fall nicht mich. Komm mal her. Komm hier, Vögelchen. Ich will dir mal kurz mein Floß zeigen. Dass das hier überhaupt durchpasst. Hat ja auch was Gutes, das Teil. Ich habe eine tragbare Brücke. Alter, die Wege, wie man sich so bauen könnte, ne? Kann man ja sich komplett um alles drum schießen. Aua! Komm her, du schaust dir erstmal den Floß von unten an. Ich sehe dich da hinten. Muss halt deinem Bruder dann glauben. Und du bist schuld dran. Sehen.
Es ist zu fett. Kann einer mal von dem bösen Robus auftauchen? Oh, jetzt kriege ich dich. Ja! Ich habe was damit erschlagen. Zwar nicht komplett umsonst das Teil zu bauen. Und wenn das mega gemein gerade war. Ich wollte irgendwas damit erschlagen. Und die haben den Krieg zuerst angefangen. Ich versuche es als Waffe zu nutzen, aber es klappt nicht. Okay, ich brauche so oder so einen Floß, um darüber zu kommen. Oder ich muss mir irgendwie einen Haken basteln. Hm? Willst du deinen Freund? Hallo? Ach nö, der arme Croc. Natürlich kann ich dich sehen. Bist nicht unsichtbar. Nein. Ach, jetzt soll ich dich darüber buxieren. Okay. Wir haben hier die Möglichkeit, was zu basteln. Falsche Taste. Das lassen wir erstmal hier so stehen. Ich brauche erstmal hier einen Mini-Floß. Ich könnte auch meinen Floß opfern, aber das wollte ich nicht. Hier war ein Graben. Hätten wir das auch rausgefunden. Wie, das klebt da einer. Geht's dir gut? Ich habe dich nicht getroffen, ne? So, Mini-Floß wird gebaut. Jetzt kommt das da dran. Wobei hier noch eins rumliegt. Wird mein Floß auch aufgebessert. Falsche Taste mal wieder. Mann, verdammt. So, jetzt hat mein Floß einen Haken. Machen wir das so. Jetzt nehme ich dich. Pack dich da dran. Und Abfahrt, mein Freund. Gute Reise. Gern geschehen. Ein Moment, ich komme hinterher. Ja, endlich, es funktioniert. Pam. So, hier, bist wieder bei deinem Kumpel.
Gern geschehen. Viel Spaß auch dir noch, Candy, und schöne Nacht. Gute Nacht, meine ich. Oh, danke. Du musst vielleicht weniger da reinpacken, Kumpel. So, mein Floß kriegt ein weiteres Upgrade. Ich hänge das erstmal nur an der Seite dran. So, nochmal ab. Neu dran. Mach das am besten vorne hin. Fall nicht runter, bitte. Ich finde es cool, dass man hier das Zeug zusammenbasteln kann, aber man kann das so hardcore ausnutzen. Ist das ein Schmorofen? Oh, wieder mal falsche Taste. Mal gucken, vielleicht ist da oben ja was. Warum willst du da hoch, Link? Ach, deswegen willst du hier hoch. Pfeile kann ich immer gut gebrauchen. Das Spiel wirft mir diese Haken jetzt aber auch hinterher. So, ich verstehe schon, wie ich das hier nutzen muss. Das. Oh. Ich baue das jetzt nur aus. So, dann beweg dich mal vorwärts. Mein Floß ist weg. Ich brauche ein neues. Ich habe meinen Floß aus Versehen darunter geworfen. Wohl zu viel. Okay, nochmal neue Stämme runterprügeln. Keiner weiß, was mit meinem vorherigen Floß passiert ist. Das ist auf einmal einfach verschwunden. Hat sich in Luft aufgelöst. So aus heiterem Himmel. Wie gesagt, keiner weiß, was passiert ist genau. Aber wieso ist das jetzt eigentlich einfach abgefallen? Es gab einen grauenvollen Unfall, den keiner erklären kann. Ich verstehe nicht, warum der da überhaupt nicht runter will. Ist das Floß dafür zu breit? Ich glaube, das darf nicht breiter als 3 sein. Sonst klappt da irgendwie nichts. Mann, nicht mal Spaß mehr darf man mehr haben. Weißt du, aber anstatt dass ich nur runterfliege, nein, mein Floß schlägt mir in der Luft neu ins Gesicht. Das war nicht meine Absicht, aber ich nehme es.
Den bei euch mache ich mal fertig. Allein schon wegen der Kiste da. Ganz hinten ist ein Bogenschütze irgendwo. Ach, da oben. Ich mach nur irgendwo stehen, wo du nicht hinziehen kannst. Und kaputt. So, dich nehme ich mit. Kann man mit leben. So, jetzt brauche ich noch mal so einen Haken. Liegt hier noch einer? Ja. Den hänge ich diesmal aber vorne dran. Ich glaube, es ist wichtig, an welcher Stelle der hängt. Okay, ich gebe es auf. Ich habe es einmal darüber geschafft, das muss ausreichen. Ach, jetzt bist du da drüben! Du Verräter! Toll, mein Floß hat's rüber geschafft, ich nicht. Danke für die Keule. Mann, Shining, hör doch mal auf reinzuscheißen. Nein, tut mir leid, das ist mir angeboten. Okay, Shining. Ja, ich habe ein Selbstgespräch geführt. Mann, ich brauche doch das Floß doch bestimmt, um darüber zu kommen. Vor allem mit Segel. Sonst hätte das nicht da oben gelegen. Ich brauche halt echt das Floß. Und auch das Segel. Ich habe gar keine andere Wahl. Liegt hier unten rein zufällig ein Segel rum? Da liegt ein Segel. Gut. Da liegen sogar zwei. So, Zeit für eine Überfahrt. Funktioniert doch. Ach, wer weiß, wie viel ihn versuchen. Ja, im Fahren. Leute, ich kann das Essen greifen damit. Wie praktisch. Danke. Ich brauche dich wahrscheinlich noch mal, also... mit irgendwas müsste ich dich verbinden, damit du mir nicht davon schwimmst. Ja, ich klemme die einfach mal dazwischen. Passt schon. Oh, hi.
So, wir schaffen's. Endlich zum zweiten Tempel. Muss erstmal ins Timing reinkommen. Okay. Hier liegt wieder ein Segel. Da unten ist bestimmt was. Wofür ich Bomben brauche, die ich wahrscheinlich jetzt in dem Tempel da oben bekomme. Ich kriege jetzt sowas von die Bomben. Ob ich die Bomben auch verbinden kann? Na gut, bei der Sequenz muss ich mich jetzt nicht mehr aus dem Bild packen, die kennen wir ja schon. Bombe! Nee, ein Schwert. Keine Bombe. Synthese. Damit kannst du ein Objekt an ausgerüstete Waffen oder Schilden befestigen, um neue Ausrüstung zu erschaffen. Es kann wieder entfernt werden, geht dabei aber verloren. Oh, man kann so viel Mist damit anfangen. Oh. So, das Schwert. Rostiger Zweihänder. Ich habe da einfach mal ein bisschen Länge drauf gepackt. Und da kann ich jetzt noch mal was dran packen. Stehe ich das richtig? Nee. Das kommt an den Schild dran. Jetzt habe ich einen Stein als Schild. Oh, ich sehe schon. Ich sehe, was ich tun muss. Warte mal, ich nehme mal den Prügel. Synthese, du kommst jetzt an meinem Prügel dran. Ja, ich habe eine dicke, fette Keule. Warte mal, ich kann doch noch was an ein anderes Teil packen. Du kommst an meinen Ast. Jetzt habe ich Stoßkraft. Ey, man kann so viel Scheiß bauen. Man darf mir diese Möglichkeit nicht geben. Wie, ich kann das mit Chili auch noch verbinden? Warte, das probiere ich jetzt aus. Ein einfacher Stock. Mit dem festen Brocken. Habe ich eine Keule. Jetzt probiere ich das einmal mit dem Chilischoten aus. Feuerfrucht. Okay. Habe ich jetzt so gesehen eine Fackel? Ich
Ich habe eine Frucht an meinen Stock gepackt. Warum kann ich nicht an meine Bögen was dran packen? Wir verbinden jetzt ein Schwert mit einem Bogen. Das hat überhaupt keinerlei Sinn gemacht. Aber wir haben es getan. Das ist so dämlich. Es war doch klar, dass hier irgendwo eine Kiste damit aufmachbar sein muss. Das war so klar. In jedem von diesen Teilen ist immer eine Kiste versteckt. Das war schon beim vorherigen Zelda so. Dass in den Schreinen immer was versteckt ist. Ist hier eine Wand eigentlich, die aufgeklopft werden will? Ich frage mich, ob... Ich nehme jetzt mal das. Mach die Synthese rückgängig. Kann ich auch mal auch hier. Ach, schade. Ich wollte den Felshammer an den Stock dran packen. Es wäre so lustig gewesen. Vor allem nicht der Scheiß hier, ne? Mit alten Holzbogen verbunden. Diese These mache ich auch mal rückgängig, die ist so sinnfrei. Aber sie war lustig. Soll ich hier irgendwas Spezielles gerade machen? Ah, ich weiß, was ich tun soll. Da muss ich wohl mein Schwert werfen. Hat geklappt! Ich habe die Kiste zwar nicht zuerst gesehen, aber es hat geklappt. Ich wollte das eigentlich an den Bogen heften, aber irgendwie darf ich es nicht an den Bogen heften. Ich weiß, wie man es übrigens eigentlich hätte machen sollen. Bogen ausrüsten, Pfeil dranhalten, Feuer frei. So wäre es eigentlich gewesen, aber ich habe Spökes gemacht. Als ob ich das auf einem normalen Weg machen würde. Ich lasse mir lieber was anderes einfallen. Normal ist für Anfänger. Wie viel Kraft hat eigentlich der Stein? Ich glaube, der verhindert einfach nur, dass der Schild kaputt geht. Ich brauche meine Keule. Ey, das ist eigentlich auch gut, wenn ich ein bisschen Platz im Inventar mal kurzzeitig schaffen will. Dann kann ich ja das eine an das andere heften. Was? Die können auch Synthese? Ja, ich hab's geschafft. Ich muss was essen. Die hau ich jetzt auf die Mütze. Alter, macht der Felsbrocken das richtig stabil. Ah! Ich muss wahrscheinlich erst den Bogen in der Hand haben. Und dann kann ich damit Sachen dran packen. Okay. Probieren wir es doch mal mit der Feuerfrucht. LOL!
Also man wählt jetzt nicht mehr die Bögen aus, sondern man sucht sich aus, was man synthesieren will. Das war der Haken die ganze Zeit. Was passiert, wenn ich den Ast an den Ast hänge? Habe ich dann die Megalanze? Jetzt habe ich Reichweite. Na gut, Synthese rückgängig. Die Stachellanze. Stimmt ja, die Axt kann ich ja auch noch synthesieren. Ich mache meine Axt erstmal länger. Bei der Axt funktioniert das irgendwie nicht so gut. Weg damit. Warte mal, die Axt ist schon eine Synthese. Womit ist das dann synthesiert? Okay. Die Synthese ist ultra interessant. Also damit kann man ja richtig viel Unfug anstellen. Ich würde gerne noch zu dem dritten Tempel, also den dritten Schrein. Und dann können wir eventuell für heute auch Schluss machen. Ja, gib mir das heilige Licht. Und eine weitere Kugel. Ja, was ist? Was möchtest du mir denn geben? Zum Geier hast du mir da gegeben. Okay. Okay. Dann nehme ich mir mal meinen Fates-Hammer. Ich sehe schon wieder den Spaß. Synthese rückgängig. Ich habe ein Baumstammschwert. Wie heißt das jetzt? Eine Baumstammkeule heißt das einfach. Wie klingt das, wenn ich das Säge dran packe?
Der Segelfächer. Ach, damit man auch fächern kann. Ja, wenn ich ein größeres Inventar habe. Ach, mit so einem Stein mache ich wahrscheinlich die Axt, oder? Ja, jetzt habe ich eine gute Axt. So macht man sich die Äxte, Leute. So, den Stock nehmen wir mal davon ab. Ich wollte den Zweihänder in der Hand halten. Ach, der Zweihänder ist damit dann weg. Ah, ich will noch eine Axt. Synthese ist richtig geil. Die werde ich so oft noch missbrauchen. So, erstmal habe ich Platz gemacht. Okay, das hilft nicht. Jetzt habe ich eine Keule. Wie auch immer ich einen ganzen verdammten Baumstamm tragen kann. So, wenn, müsste ich das eigentlich eher nochmal mit dem Prügel eben kurz machen. Das weg, Prügel nehmen und irgendwo einen Baumstamm fällen. Dann haben wir die wahre Keule. Jetzt haben wir eine Keule. Kann ich das auch mit einem Baumstamm kaputt machen da unten? Also jetzt sollte ich es ja kaputt machen können. Nein, es muss ein Hammer sein. Ah, doch klar, dass das so eine Kiste führt. Einem Bärenstein. Hier sind richtig viele von den Sportlingen. Ach so, käme man auch hier hin und her. Na gut, hier laufen wir aber mal lieber da lang, wo wir eigentlich storytechnisch gerade hin müssen. Aber geil, ich kann jetzt meine Waffen immer verstärken. Vor allen Dingen, mir kommt gerade eine richtig dumme Idee. Das mache ich aber erst, wenn einer von meinen Waffen mal kaputt ist. Die Idee, die ich gerade im Kopf habe, was ich mal da dran packen könnte. So. Was passiert denn, wenn ich einen Zitterling drauf packe? Dann ist er tot. Genau, klopp du dich mit denen. Dann bemerkst du mich nicht. Gerade geguckt. Ich will lieber bei dem Schwert hier das eben kurz einmal dahin packen. Ast nehmen. So. Jetzt habe ich wenigstens eine Lanze. Anständige. Ich habe schon wieder einen Prügel gefunden. Hat man Prüge mit einem Stein? Ist, liegen hier denn Steine? Hier liegen nur Felsen.
Würde hier ein Stein liegen, würde ich mal so aus einem Prügel eine Axt machen. Der hat eine Fliegenklatsche. Aua, haut der einen weg. Alter, wie viel hält denn der Hammer aus? So, schnell den Schild gerettet. Kann man das Schildsurfen hier eigentlich noch machen? Welche Taste war nochmal der Schild? Ja, das funktioniert. Stein oder Felsbrocken? Ein Stein. So, einmal kurz da die Synthese brechen. Dann schmeiße ich den weg. Dann nehme ich den Prügel. So, und was ist das jetzt für eine Axt? Eine Stein-Zweihand-Axt. Ganz besonders. Na gut, die normale Axt, die brauche ich ja nicht, wenn ich mir jederzeit eine neue Axt machen kann. Dann nehme ich noch so einen Fächer mit. Und jetzt eine ganz lustige Idee. Jetzt habe ich ein Brettschild. Guck mal, ein viel breiterer Schild. Man kann so viel Scheiße bauen, wenn man es will. Boah, ich muss mal so einen Haken an der Waffe packen. Das wird auch lustig. So, ich brauche die Hand mal. Muss mir eine Brücke basteln. So, jetzt habe ich einen riesen Fächer. Der kommt jetzt schön da dran. So, dann komme ich hier auch dran. Sieht so merkwürdig aus mit den Brettern auf meinem Rücken. Das sieht so mega merkwürdig aus. Alpha-Krieger-Klinge. Ach, wenn ich dieses Alpha-Zeug da drauf packe, ne, dann kriege ich so eine Alpha-Waffe. Ich gar nicht dran gedacht. Na gut, ich habe den richtigen Felshammer. Wozu brauche ich den Felsbrockenhammer? Nehme ich mir lieber diese Alpha-Waffe mit. Die kann man sich ja easy craften. Ich habe nur Fische gesehen. Ich wusste nicht, dass es ein neuer Fisch war. Ich bin bewaffnet mit einem Brett. Ihr könnt mir nichts mehr. Aber das Synthesematerial, das verschwindet immer, ne? Mir kommt gerade auch eine Idee, wie man das nutzen könnte. Ich kann mir ja jederzeit einen neuen Baumstamm machen. So, Synthese, Leuchtprügel. Bringt das irgendwas? Es ist eine kleine Lichtquelle, aber irgendwie gar nicht so wirklich. Okay, wenn ich damit zuhau, dann mache ich eine Lichtquelle.
Halt für ein Augenprügel. Das ist so sinnfrei mit dem Prügel. Jetzt ist ein Feuerstein dran. Was kann ich damit Feuer machen? Was bist du denn? Was sind das für komische Bubbles? Sieht aus wie so eine Mischung aus einem Axolotl und einem Frosch. Majoi Signum. Neuer Gegnertypus. Okay, es ging einfach nur instant kaputt. Riesenleuchtsam. Entdecken so viel. Oh, und da ist der richtig geile Shit. Oh, Kacke. Ich glaube, das Material sollte ich nicht in dieser Hinsicht verwenden. Zur Synthese. Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Außer ich will es auf die Bogen packen. Dann eventuell. Ja, ich wollte gerade ausprobieren, ob man eine Kiste synthetisieren kann. Eine alte Toga. Endlich kriege ich auch mein Hemd. Jetzt bin ich nicht mehr nackt. Ah, okay, ich sag die Freunde nicht. Ich war gerade kurz darauf gefasst, hier schon den Krieg anzuzetteln. Ein Ventilator. Okay, der wird noch benötigt. Bitte bediene dich am Ufer. Zeit für eine Ventilatorkeule? Ja, dann brauche ich ja offenbar in dem Brettfächer nicht mehr, ne? Seht ihr Link? Ich sehe nicht mehr. Eine Kistenkeule? Holzkistenkeule. Die Fasskeule. Und, nicht zu vergessen, die Topfkeule. Die geht wahrscheinlich mit einem Schlag kaputt. Sag ich doch. Hallo. Ja. Okay. Was ist der Sinn des Lebens? Die Rutenkeule. Ach so, ihr wollt ein Floß haben. Ich darf nicht. Ich wollte euch doch nur das Boot hier zusammenbasteln. So Naubauteile. Okay.
Okay, dann erklär mir mal. Nee, da muss ich echt mal eine Erklärung bekommen. Okay. Ah, okay. Also, ich verbinde jetzt mal hier. Dann packe ich einen Ventilator dran. Und schon habe ich ein Motorboot. Lustig. Okay. Ich will erstmal wissen, was da oben ist. Wenn hier schon so ein Schieberätsel ist. Da ist bestimmt eine Kiste für mich. Ah, ich sehe schon. So, jetzt hängen die alle aneinander. Glaube ich nicht so gut, wenn die aneinander hängen. Ich brauche ja einen Weg dahin. So, da ist jetzt irgendwas ultra krasses drin. Bernstein. Ich habe eine Alpha-Krieger-Klinge. Und ein Holzschild. Steht da eigentlich zufällig bei, wie lange die Synthese hält? Nee. Aua, du haust Schaden. Den nehme ich. Oh, ist besser als ein Stock. So, und jetzt muss ich mir denselben Weg nochmal nach oben basteln, ne? Und damit habe ich einen Weg. So, ich gönne mir noch einen Ventilator.
Warte mal. Ich will ein Ventilatorschild. Cool. Oh, der geht aber schnell kaputt. Aber trotzdem cool. Kann man in kurzer Zeit so ein bisschen nach vorne pusten. So, ich nutze das jetzt. Kletter da drauf, nachdem ich es richtig gerichtet habe. Geh da drauf. Hau das Ding. So, puste mich. Mann, funktioniert das gut. Ich glaube, weil es nicht mittig genug ist. Wenn ich das vierte Brett abmachen müsste, es richtig sein. Ich muss mich einmal auf das Brett setzen, damit ich das richtig rumdrehen kann. Jawollo, jetzt schwimmt es doch richtig rum. Das wird sich schon von selber drehen. Wir fahren in die richtige Richtung. Das passt schon. Erfinderisch muss man sein. Es bläst sich einfach selber weg. So, mal vor, an meinem Schwert gepackt. So ein bisschen vorübergehend. Oh. Pack mal das hier weg. Das ist eh fast kaputt. Nimm das neue mit. So, jetzt können wir ja mal ein bisschen kochen. Hier mal die Feuerfrüchte alles zusammenbraten. Irgendwie hat er die jetzt gerade nicht reingeworfen. Was kommt daraus, wenn man die brät? Loderkochobst. Okay. Mit den das wäre übrigens so eine Sache, die ich offscreen mache. Einfach so ein bisschen mit den mit dem Zeug rumexperimentieren, was da so rauskommt. So ein bisschen Rezepte machen. Nein, ich will es selbstständig schaffen. Aber ich koche noch was. Ich habe Chilischoten irgendwo. Nee, habe ich nicht. Ich nehme mal das.
Nehmen wir einen Barsch, einen Pilz, Fleisch. Dann packe ich noch eine Nuss drauf. Habe ich noch mal ein bisschen was gekocht. So, ich muss hier einmal den kompletten Berg jetzt hoch. Ich überlege gerade, ob wir das heute wirklich noch machen wollen. Einfach das Erstbeste dran packen, was einem vor die Nase kommt. Also am liebsten würde ich wirklich das Teil da oben noch gerne machen, aber es ist halt schon spät. Diese rostigen Schwerte sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Da ist wieder safe eine Kiste. Ich gebe mir mal den Schild. Was ist eigentlich, wenn ich an ein Schild eine Waffe dran packe? Okay, das sieht nur cool aus. Ich habe irgendwie gerade einen Stein zurückgeworfen. Noch kann ich mich mit Äpfeln über Wasser halten. Danke. Ich denke mal, der ist schon ein bisschen abgenutzt, nehme ich einfach den neuen. Das Schwert an dem Schild bringt ja nicht sonderlich viel. Aber was, wenn ich da einen Baumstamm dran pack? Sieht jetzt auch nicht sonderlich praktisch aus. Ich muss niesen. Müssen wir ein bisschen hier rumprobieren. So, diese Konstruktbogen sind besser als meine Holzbögen. Toll, ich habe den anderen Holzbogen einfach eingesammelt. Das ist eine traurige Synthese. Probieren wir mal Kiste mit Schild. Sieht ungefähr genauso praktisch aus wie mit dem anderen Teil. Aber was ich mir vorstellen könnte, obwohl das passiert ja auch bei dem anderen Teil hier, dass die Pfeile drin stecken bleiben könnten. Das könnte ja möglich sein. Hier ist noch ein Brett. Packe ich mal das drauf, solange ich nichts Besseres habe. Das Brett hat sich als praktisch erwiesen. Eine Lore. Der Lorenschild. Sieht eher lustig aus. So, ich weiß auf jeden Fall, wie das gedacht ist.
das nehmen. An die Lore dran packen. Lore auf die Gleise stellen. Geht das in zwei Richtungen? Nee, es geht nur in eine. Ist hier noch ein zweiter Ventilator? Dann hätte ich den nämlich... Ja, dann kann ich nämlich auf die andere Seite auch einen draufpacken, falls ich wieder zurück will. Oh, es aktivieren sich beide Dinger. Okay, dann runter damit. Aber ich kann ja alles wegpusten, was vor mir erscheint. Alter, ist das Teil schnell. Ach, das wäre auch eine Idee. Warte mal. Wir haben hier vorne noch so ein Teil. Ich will nur gerade was ausprobieren. Da hinten ist meine Lore hingeflogen. Wo habe ich diese Leuchtsamen? Da ist der Riesenleuchtsamen. Ich suche die kleinen. Da. Ablegen. Kann ich die als Lampe eventuell vorne dran kleben? So, machen die jetzt Licht? Natürlich habe ich den Fallschirm dran. Ein bisschen Licht gibt das. Die sind kaputt. Oh ja, doppelte Geschwindigkeit, Leute. So, das, kann ich das kaputt machen? Nein. Alles gut, Herr Robo, ich tu dir nichts. Ja. Okay. Ja, das weiß ich ja schon. Draufhauen und dann leuchten sie.
Zack. So Nanium. Ein vielfach nützliches Gestein, aus dem 1 Energie gewonnen wurde. Okay. Neues Mineral. Sag mich mal ein bisschen. Wenn hier schon so viel davon rumfliegt. Okay. Kann man dran packen, dann funktionieren die länger wahrscheinlich, ne? Mann, Zappenduster hier. Sonanium? Wie hast du die weiterverarbeitet? Okay, bin gespannt, was da rauskommt. Okay. Danke. Darf ich mir die denn nehmen? Ach. Machen wir mal 4 davon. Und dann machen wir noch mal 3 davon. Ein bisschen will ich mir behalten. Jetzt habe ich eine Lampe. Aber wodurch hat es Feuer gefangen? Alter, ist hier 4 davon. Ich nehme mir sowas von was mit. Ich glaube, ich kann mir direkt den ganzen Bestand gönnen. Kann ich ja noch mal ein bisschen was von dir abgrasen. So, ich habe mal alles abgegrast von ihm. Gern geschehen. Ich hab dir mal die Arbeit abgenommen. Ich hab dir doch gerade geholfen. Was haben wir hier? Kapseln. Okay. Ach, dann kann man die sich so gesehen droppen. Und wie packe ich die selber in diese Kapseln? Das würde mich massiv interessieren. Also ich muss ja auf jeden Fall eine Lore jetzt hier drauf packen. Und dann muss ich eins davon... Erstmal richtig umdrehen.
Dann, dran packen. Und Abfahrt. Das ist cool. Also ich habe mega Fun an dem Game. Was ist denn das für ein komisches Ei? Ach, da kriegt man diese Kapseln wahrscheinlich. Ach, das war einfach eure Kirchenglocke, die einmal gegen 12 Uhr mittags und 12 Uhr abends wahrscheinlich findet. Okay. Ja, möchte ich. Ja, das würde ich gerne wissen. Also kann man sich ja immer irgendwas Nützliches einpacken. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Okay. Eine Energiesphäre nehmen wir mal. So ein Konstruktding. Und ein Sonanium. Packe ich von den beiden noch eins mehr rein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das Sonanium kriege ich zurück. Ein Reisekochtopf. Okay. Ein Flammenwerfer erstmal ausnutzen und dann die nächstbeste Waffe damit. Okay, was genau hat jetzt dazu geführt, dass da nur die Flammenwerfer rauskommen? Ich packe jetzt mal 5 von denen rein, gucken, was da rauskommt. Ich habe noch einen Flammenwerfer. Okay, jetzt missbrauche ich das Ding, aber... Jetzt wird das missbraucht. Jetzt werde ich meinen Spaß haben. Scheiß drauf auf eine Axt. Ich bastel mir jetzt einen Flammenwerfer. Obwohl, warte mal. Ich habe ja offenbar noch mal einen Platz frei. Hier liegt kein Prügel rum. Schade. Ich kann mir ja jederzeit eine neue Axt machen. Aber wann kriege ich die Möglichkeit, mir einen Flammenwerfer zu basteln? Das muss unbedingt an eine Stahlwaffe dran. Ach, du wirst zu deinem Freund darüber. Na gut, bei dir ist es wenigstens einfach. Eine Lore. Ich brauche nicht mal irgendeine Lore nehmen. Ich kann einfach die nehmen, die ich gerade hatte. Ich kann mir vorstellen, wo du hin willst. Drauf da. Ich rede mal trotzdem mit dir. Wenigstens seid ihr gut sichtbar. Nicht so wie im vorherigen Spiel, wo man euch meistens wirklich stundenlang suchen konnte. Aber ich glaube, zum Tempel schaffen wir es heute wirklich nicht mehr. Aber wir bringen den hier jetzt noch nach Hause. Tut mir leid.
Nein, du fährst mir nicht davon. Oh, jetzt kann ich den Scheiß mit dem Haken ausprobieren. Hier, bist wieder zu Hause. Immer wieder gerne. Und hier ist nochmal eine Kiste für mich. Nochmal ein bisschen Sonanium. Aber mit den Kapseln, das ist ja übelst broken. Muss man einfach direkt sagen. Ich nehme mich mal mit. Bis ich eine Waffe für dich finde. Vorher. Den Lorenschild finde ich jetzt nicht so geil. Hakenschild. Das sieht auch irgendwie merkwürdig aus. Es wäre viel cooler, würde der nach vorne zeigen. Oh, oh. Nein! Okay, ich hatte den richtigen Ansatz. Ich muss nur wahrscheinlich mehrere Loren aneinander packen. Okay, ich brauche mehr als eine Lore. Wir haben nur zwei zur Verfügung. Oder steht hier rein zufällig jetzt eine dritte rum? Nee. Haben nur zwei. Ich muss mir. Das müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren, ob man Essen aneinander kleben kann. Ja, wäre das ja richtig funny. Ist an der Stelle da unten irgendwas? Ich habe den heiligen Pilz. Er kann schweben. Und er kann kleben. Sie kleben irgendwie aneinander, aber auch irgendwie nicht. Schon viel besser. Ich will es noch da hoch schaffen. Ich mache einfach eine Viererlore draus, dann sollte das passen. So, also wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Ich gebe mir auch mal mehr Geschwindigkeit.
Oh ja, jetzt haben wir den Speed. Also wenn das in die Hose geht, dann weine ich. Wir können 5 und Locher draus machen. Klappt. Klappt schon. Klappt schon. War kein Unfall diesmal. Manchmal muss man mehrere nutzen. Hier ist noch mal ein Haken. Ich hätte jetzt so gerne eine Keule hier rumliegen. Ich bin jetzt nicht nur für die Kiste hier hin, oder? Bin ich überhaupt auf der richtigen Strecke? Für einen Reisekochtopf. Irgendwie fühlt sich das wie verschwendete Zeit an. Vor allen Dingen hätte ich nicht mal hier hochgemusst. Ich nehme mich mit. Habe ich irgendwas erschlagen? Ich habe irgendwie den Arovana erschlagen. Damit kann ich nicht synthetisieren, oder? Nee, aber mit diesem komischen Turm da hinten. Okay, da sehe ich noch eine Brigade drin. Oder sehe ich da einfach nur... Nee, da steht jemand. Ich krieg hier Chili hinterhergeworfen, das brauche ich. Oh, so viele Leuchtsamen. Mit dem Feuerstein könnte man eventuell auch, wenn man es auf den Bogen packt, Feuer legen. Sind diese Leuchtsamen eigentlich essbar? Also wenn ich sie jetzt da reinpacke, kommt da was raus? Da kommt Kochobst aus, also da ist nur so ein Viertel, macht eher nicht. Ja, ich werde bis zum nächsten Mal ein bisschen Zeug kombinieren. Ich gucke jetzt nur, ob hier oben noch irgendwas ist. Führt es hier einfach zu dem Berg hoch, oder? Weg mit euch. Oder wohin führt dieser Gang? Okay, der führt, glaube ich, wirklich den Berg hoch. Ich gehe dann nochmal aus der Höhle raus.
stelle mich da draußen hin. Also hier hin. Gönn mir das Chili. Und dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt für heute tatsächlich Schluss. Also beim nächsten Mal werde ich zuerst da drüben an diesen komischen Turm gehen. Irgendwas wird man da ja machen können. Ich werde offscreen ein bisschen die Rezepte jetzt ausprobieren. Bis zum nächsten Stream. Wenn es euch gefallen hat, die YouTube-Gemeinschaft ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Für euch ist hier dann schon Schluss. Ciao.